sehr, sehr gering. Es kommt mal. Wo wollt ihr. Was rennst du denn? Wieso freust du dich hier? Warst du ein Gefangener oder was? Was machst du hier eigentlich? Kannst du mir sagen, wo du herkommst? War kurz im Busch pissen gewesen oder so. Robby hier, willkommen zurück zur neuen Folge von Dominations. Und sie ist endlich fertig, sie ist fertig. Hier, gerade noch in den letzten Sekunden, die Bombarde. Und ich habe schon mit ihr gekämpft und ich muss sagen, es macht doch schon einen Unterschied. Ich finde, es geht alles leichter von der Hand, so ein Angriff. Auf jeden Fall, bevor wir uns die ganzen Sets angucken, bla bla bla, machen wir doch einfach einen Angriff. Denn sie hält mehr aus. Sie fällt wirklich nicht so schnell um. Das heißt, so mal so ein Mörserangriff. Den steckt man eigentlich easy weg. Ich greife den Gegner an und sage euch gleich, warum ich diesen angreife. Ja, er hat eigentlich nichts. Dieses geht's mit einem Finger, blöderweise. Ich sehe es ja nicht, wenn ich meine Hand da drauf habe, aber ich setze das mal alle hin. So, los geht die ganze Chose. Hol dir schnell das Stadtzentrum, denn ich will die Orden haben. Ich will die Orden haben wieder. Ich habe jetzt irgendwie, wenn ihr euch erinnern könnt, ist schon länger her für die Leute, die es vielleicht etwas neu sind bei mir. Ich war damals auf Ordenjagd, bin bei 1800 hängen geblieben. Hatte aber noch längst nicht diese ganzen Einheiten, die ich jetzt habe. Sprich die Kanonen, die Versorgungswagen. Ich hatte nicht die normalen Einheiten. Das heißt, sie waren alle viel, viel schlechter. Und der Grund war eigentlich damals, warum ich aufgehört hatte mit der Ordenjagd, war, weil ich einfach viel zu schlecht war. Es war wirklich sau schwer, überhaupt irgendwie einen Sieg rauszufahren. Und deswegen habe ich damals aufgehört. Und so, jetzt habe ich meine Einheiten alle ziemlich weit schon upgradet. Jetzt kommt doch mal hier, was macht ihr da alle? Ziemlich weit upgradet. Und ich habe mir gedacht, warum probierst du es nicht einfach nochmal? Deine Base ist recht gut ausgebaut mittlerweile. Deine Einheiten sind richtig gut ausgebaut. Ich weiß, dass früher oder später die Leute aus dem Industriezeitalter mir das Leben verdammt schwer machen werden. Aber ich weiß nicht genau, ab wann. Ich weiß nicht genau, wann sie mich angreifen werden. Teilweise machen sie es ja auch schon. Aber vielleicht kriege ich es irgendwie trotzdem. Ich könnte mal hier oben hinfahren. Geh mal weg, da ein bisschen aus der Reichweite. So, sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Wir müssen uns auch mal ein bisschen beeilen hier. Kanonen. Beziehungsweise Bombarden. Geht schon wieder der erste drauf. Ich weiß natürlich nicht, wann die kommen. Aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Stadtzentrum wieder in die Mitte gestellt. Ich möchte so ein bisschen den Loot wieder haben. Ich möchte so ein bisschen den Bonus wieder haben. Ich bin mal gespannt, was da oben so abgeht. Ich weiß es nicht. Außerdem gab es oben auch wesentlich besseren Loot als unten. Aber natürlich ist es oben immer so, dass man auch darauf achten muss, dass man die Base plättet, beziehungsweise zerstört zumindest. Weil sonst geht man ja mit den Orden wieder runter. Also wird es nicht wirklich einfach sein, oben was, ja, wirklich auch den guten Loot zu holen. Gar nicht so einfach zu spielen und die ganze Zeit zu labern. Also nicht mit der Laberei einfach aufhören. Aber das sieht mir doch relativ safe aus. Oben gibt es noch was, ich kann gleich nochmal einen General setzen. Kommt nochmal hier zusammen, kommt nochmal hier hin zusammen. Schnell, schnell, schnell. Bisschen Heilung noch. Da oben die paar Gebäude. Das Kolosseum produziert da oben immer noch, ey, was? Gibt's ja gar nicht. Okay, jetzt muss ich mich wirklich mal ein bisschen beeilen. Aber die Verteidigungsgebäude dürfen eigentlich gleich weg sein. So, noch die beiden. 37 noch. Mann, mach doch den scheiß Mörser down. Und dahin. Schnell, 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 schnell. Schieß, schieß. Ha! Mann, ich dachte, er kommt da nicht mehr dran an die Reichweite. So, hau du das Ding da oben weg. So, jetzt noch diesen einen Turm da. Jawohl, dadurch. Schnell, bitte, schnell. Weil so ein Fail kann man sich nicht erlauben. Danke. Und da oben noch. Sehr gut, alle Verteidigungsgebäude wurden zerstört. Also, passte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Moment. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, warum probierst du nicht wieder nach oben zu gehen? Einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ihr seht es ja auch hier. Boah, sorry. Glut kommt gut bei rum bei so einem Angriff. Kaum Truppenverluste. Ohren sind dabei. Alle Goldgebäude zerstört. Guckt euch nur dieses alle Goldgebäude, 20.000. Plus später dann noch diesen Loot-Bonus, den es ja dann auch noch gibt. Wir können mal sofort in die Liste reinschauen, in welcher Liga es wie für Loot-Bonus gibt. Aber lass mich erstmal umschulen. So, nämlich der Segen ist nämlich auch unten drin, ne?
Und ich bin jetzt ein bisschen heiß, muss ich sagen, aufs nächste Zeitalter. Irgendwie habe ich jetzt Bock, ins nächste Zeitalter zu gehen, weil ich will unbedingt die Flugzeuge jetzt haben. Ich will wissen, was sie können. Aber wir gucken jetzt erstmal in Wiki Dominations. Da gibt es eine Statistik, in welcher Liga es wie viel zu holen gibt. Also hier für euch eingeblendet. Ja, wenn wir so mal gucken, ich sag mal von Kupfer bis Gold. Da tut sich fast gar nichts. Sprich, bis 1999 Kronen. Beziehungsweise Orden eher gesagt. Nicht Kronen, Orden. Daily Dog Bonus 3 bis 5 erhöht sich doch schon recht gut. 3 bis 5 ist schon was auf jeden Fall. Aber eigentlich geht es ja wirklich erst bei Kingdom 3 los. 2000 Orden also. Und ich denke mal, ich war letzte Mal bei 1,8 hängen geblieben. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses Industriezeitalter schon raus war und wie stark die Gegner da waren. Ich glaube, das Industriezeitalter war da noch nicht mal mehr raus. Und ich wurde einfach trotzdem geplättet von den Leuten, die schon Max waren. Jetzt ist es natürlich so, jetzt sind die Leute aus dem Industriezeitalter da. Allerdings, ach scheiß drauf, komm, Ziel müsste eigentlich sein Kingdom 3, 2000 Orden. Oh Gott, was nehme ich mir da vor? Das wird heftig. Das wird heftig einfach. Okay, lass uns wieder Step by Step machen, so haben wir das letzte Mal auch gemacht, weil ich wirklich nicht weiß, wie die Industrie oben ausgebaut ist. Weil wenn ich einen Gegner treffe, der im Industriezeitalter ausgebaut ist oder der mich dann an. Ich bin sofort platt. Die Unterschiede sind einfach viel zu krass. Ich finde auch, das müsste ein bisschen geändert werden. Die Schaden pro Sekunde und so weiter, das geht ziemlich in die Höhe. Und hier, guck dir das nochmal an. Schaden pro Sekunde 50 mehr. Der hat nur 144, 50 mehr, wie viel das ist. Bei dem geht's eigentlich noch. Aber das ist schon ziemlich krass, und das merkt man sehr, sehr deutlich. Aber, ihr habt es ja gerade gesehen, guck mal, jetzt wieder ready. Wieder ready. Los geht's. Loot ist gut bei kompletter Zerstörung. Das haben wir ja letztes Mal festgestellt, dass die komplette Zerstörung eigentlich so einer der Taktiken ist, die man gerade, ja, die gerade so einfach die beste ist. Der Gegner ist schon fast ein bisschen zu heftig. Ich will nicht unbedingt verkacken. Ich brauche jetzt unbedingt die Orden und die komplette Zerstörung. Also, was will man mehr? Was will man mehr? Wenn nicht jetzt hoch, wann dann? Hier gibt es richtig geil Loot schon wieder. Und die Base ist auf jeden Fall machbar. Jetzt hole ich mir als erstes. Ach, diese blöde Kolosseum mit ihren Truppen andauern. Eigentlich würde ich am liebsten. Ach komm, machen wir auch, oder? Machen wir das jetzt mal direkt weg. Solche. Das dürfte eigentlich kein Problem mehr. Auch mit den drei Versorgungswagen finde ich, fahre ich momentan ganz gut. Heilung kommt massig rein. Und auch. Wenn man ein bisschen Glück hat, auch in verschiedenen Richtungen. Jetzt kommt mal bitte hier oben hin, die Burg da. Heilung, Heilung. Jetzt kommen noch die Krähenfüße. Aber zack, guckt euch das an. Bam. Wie schnell das voll ging. Die schmeißen natürlich alle ihre Pakete meistens gleichzeitig. Aber jetzt schmeißen sie in eine blöde Richtung. Und jetzt kommt da. Obwohl, jetzt ging es wieder. Oh, jetzt ist es aber ziemlich von allen Seiten. Das gefällt mir gar nicht. Holt mal das Stadtzentrum. Oh, überall die ganzen Krähenfüße. Holt das Stadtzentrum, schnell, 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 schnell. Holt, holt, holt. Holt, holt, holt. So, kommt hier oben hin, zusammen. Alle zusammen, weg da vom Mörser. Heilung, Heilung. Fahren die da immer genau diesen Mist durch? Okay, jetzt geht's aber. Ein Mörser ist überhaupt kein Problem. Das heilen die so gegen. Das ist wirklich kein Problem. Sie dürfen sich allerdings nicht so hart verstreuen. So, jetzt ist der Mörser schon down und jetzt kann erstmal wieder geheilt werden. Aber trotzdem ist mir das alles ein bisschen zu gestreut hier. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Gut, natürlich auch die Deutschen immer wieder das Versammeln. Ich wollte die Nation ja auch schon mal fast wechseln. Aber dieses Versammeln ist einfach zu geil, zu extrem, zu gut. Das will ich nicht missen. Deswegen bleibe ich jetzt doch bei den Deutschen. So, wir haben noch 1 Minute. Wir haben noch genug Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Der Loot, der rasselt einfach. Und die Ausbildung dauert gleich auch nicht so lange. Solange ich keine Kanone verliere und solange ich keinen Versorgungswagen verliere, ist die Ausbildungszeit beim Retrain eigentlich sehr, sehr gering. Jetzt kommt mal. Wo wollt ihr. Was rennst du denn? Wieso freust du dich hier? Warst du ein Gefangener oder was? Was machst du hier eigentlich? Kannst du mir sagen, wo du herkommst? War kurz im Busch pissen gewesen oder so. Ich weiß es nicht, wo der war. Wieso war der da ganz hinten am Arsch der Welt? So, Heilung. Jetzt macht das Teil kaputt. Sehr gut. Mein General will ich nicht unbedingt setzen. Da noch eine Sperrfalle. Oder? Nee, ist hier oben noch ein Gebäude? Nee, ist auch nicht. Jetzt
könnte ich ihn gleich... Ich will nicht, dass er Schaden erleidet, sonst habe ich ihn gleich nicht mehr. Ich kann ihn, brauche ihn einfach nur zum Speeden quasi. So, hau das weg. So, jetzt geht da drauf. Wenn das Teil weg ist, so, jetzt kannst du auch noch rauskommen. Kannst du auch noch ein bisschen deinen Dienst machen. So, und die Versorgungswagen sind alle noch heile. Die Kanonen sind alle noch da. Ich habe noch 30 Sekunden. Ist sogar schon fast wieder ein bisschen knapp. Aber das letzte Gebäude ist ja jetzt auch gleich down. Geht eigentlich, ne? So, da ist es. Völlige Zerstörung. 5 Sterne, 15 Orden, 5000 Nahrungsmittelgebäude-Bonus plus ein Diamanten und was weiß ich nicht alles. Von daher, es macht Spaß so einfach. Muss man einfach sagen, es macht so Spaß. Man kann relativ schnell plätten. Ich habe kaum Retrain. Guckt euch das an, wie lange dauert das jetzt? Ah, 2 Minuten. 2 Minuten ist doch nix. Ist doch gar nix. Also, das ist auf jeden Fall meine Angriffsstrategie, das so zu machen. Und wie sieht's weiter aus? Ich bin voll im Redefluss gerade, voll am Hypen hier. Wie sieht's weiter aus? Was mache ich jetzt noch? Lass uns mal kurz meine Base angucken. Ich habe alle wichtigen Sachen, Kasernen alle auf Max. Ich habe die Bücherei komplett Max, da geht gar nichts mehr. Da ist auch alles durch. Ansonsten die Farmen, Karawanen, alles Max. So Gebäude wie Kriegsakademie, ganz ehrlich, Verrat. Scheiß drauf, wirklich, brauche ich nicht. Es wäre ganz nett, aber ist doch nicht unbedingt nötig, genauso wie hier. Ich brauche jetzt nicht, ich brauche mal Hut. Ich brauche mal Hut, das war's. Alles andere ist nicht unbedingt nötig. Von daher, das ist egal, das brauche ich nicht. Ein bisschen die Burg hätte ich noch gerne gemacht, eigentlich. Aber 5,5 nochmal. Denn ich hätte gerne schon Napoleon. Ich glaube, dass er wirklich entscheidend ist auf dem Schlachtfeld. Das ist wirklich noch der Einzige. Ansonsten, guckt euch die Mauer an. Die Mauer, hier überall. 8. Fast überall 8. Warte mal, das kann man doch sehen. Warte mal. Bearbeiten. So, bearbeiten. Ah, okay, da. Da. Also, 113 Level 8 mittlerweile. Nur noch 7 sind auf Level 7. Das heißt, das sind noch mal... Wie teuer ist denn jetzt ein Stück? 500.000, ne? 3,5 Millionen raus. Bitte jetzt nicht irgendwie was gelöschen. Nein. Also, was war das jetzt? 3,5 Millionen brauche ich noch. Dann ist die Mauer komplett. Und das reicht mir auch mal. Vielleicht mache ich noch ein Tor. Vielleicht mache ich die Tore noch. Ja, hier 500.000, das kann ich auch noch machen. Sag mal, so knapp 5 Mille noch für die Mauern. Dann lasse ich die erstmal auf hier auf 8. Das reicht doch. Oder? Wie viel HP haben die denn? 16.000. Nochmal hoch mit 1 Mille. Nochmal. Boah, das sind... Überleg das mal, wie viele Stücke waren das gerade? 120 Stücke, 130 Stücke? Ich glaube, 130 Millionen. Ey, dann bin ich doch nächstes Jahr noch dabei. Nee, Mann, das will ich nicht. Ich will danach hoch. Ich will auf jeden Fall danach hoch. Hier, vielleicht kann ich nochmal... Ja, Stall 4 Mille ist auch fast zu teuer noch. Das hier, diese kann ich noch hochmachen, 900.000. Aber ich sag mal so, lange dauert es nicht mehr. Und ich finde, ich bin vom Ausbau her auch schon relativ weit. Meine Einheiten sind fertig. Wir wollen doch unbedingt noch einen Angriff machen, würde ich sagen. Also machen wir Step by Step erstmal. Erstmal jetzt ist Wochenende bei mir gerade. Wahrscheinlich kommt das Video am Wochenende oder Anfang nächster Woche bei euch. Aber mir ist jetzt Wochenende. Die Base ist easy. Guck dir mal an, 19 Orden, aber ein bisschen Loot muss ja auch dabei rumkommen. Ich habe ein bisschen Zeit, ich habe ein bisschen Bock. Die Angriffe machen Spaß und von daher, warum nicht? Würde ich doch einfach mal sagen. Ja, auch die Base kann ich locker plätten. Aber ich will jetzt für euch nicht hier so ein Pipi-Gegner, da soll ich auch wenigstens ein bisschen gleich verkacke ich. Hier sowas. Guck mal, da gibt es doch ordentlich Loot. Schön aufgebaut. Schön so ein schmaler Gang. Das heißt, ich kann... Ich versuche mal so ein Triple zu machen. Geht das? Kann ich von komplett so durchlaufen einfach. Da dürfte eigentlich nicht viel passieren. So, nice. Genau so wollte ich das. Versorgungswagen. Ah, schade. Fast so aufgeteilt. Das wäre geil. So, dass man so 3 Punkte... Das wäre eh geil, wenn man sagen könnte... Pass auf. Ich möchte gerne mit einem Knopf... Ein Versorgungswagen, eine Kanone, was weiß ich, 5 Musketiere, bitte hierhin. Dann sollen alle gleichzeitig rauskommen. Das wäre auf jeden Fall eine nice Sache. So, jetzt kommt man ein bisschen zusammen, weg da von den Mörsern. So, halt euch mal ein bisschen. So, jetzt knubbeln sie zwar ein bisschen, aber ich denke doch... Oh, nee, sie sterben. Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, dann muss ich doch nochmal schilden. Ich
dachte, sie halten es aus gegen diese Billigkatapulte, haben sie aber doch nicht. Aber keine Kanone geschoben, keine Verwirrung. Aber das wäre geil eigentlich, wenn man das sagen könnte, so, bitte hier dieses Bündel, dieses Trupp quasi hierhin, dann das Trupp dahin und fertig. Weil immer, gerade am Anfang, wenn man dieses Doppelte nicht hinbekommt, finde ich, verliert man voll viel Zeit immer. Manchmal, dann klappt das nicht ganz. Und bis dann endlich mal alle Truppen stehen, sind 10 Sekunden vergangen. Und am Ende fehlen euch nachher diese 10 Sekunden. Und ihr habt die Base nicht geplättet. Das ist noch so ein bisschen ärgerlich, finde ich. So, wie sieht's aus? Ganz gut. Alles noch heile. Wie gesagt, wenn das Fußvolk drauf geht, das ist eh nur Kanonenfutter. Das ist eh egal. Ich könnte meinen General jetzt hier oben schon mal setzen. Kann da oben ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, dass die Einheiten jetzt nicht dahin rennen. Nein, tun sie nicht. So, ja, hier die Gatling Gunner dauern auch ein bisschen. Oh nein, 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 nein. Kanone da unten, was machst du? Okay, sie wird nicht angegriffen. Gut, gut, gut. Dann machen wir das Scheiß da jetzt weg. So. Die Bomben sind geil. Ich liebe sie jetzt schon. Liebe sie jetzt schon. Ich will jetzt Flugzeuge. Echt, ey. Ich will jetzt die Flugzeuge haben. Ich glaube ja zum Upgraden. Oh nein, das ist die Kanone hier unten, ey. Zum Upgraden. Oh, jetzt kommen schon die Heiler. Bum, bum, bum. Und voll. Wayne. Du hoffst, das Teil noch kaputt. Los. Ach. Ach, die hat das gesehen. Die Kanone hat auf den geschossen. So ist es halt zum ersten Mal gesehen. Und die ist noch nicht mal gestorben, ey. 21 Orden, geile Beute, plus Bonus und Liga-Bonus. So kann es weitergehen, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.